Artischockenböden mit Gänseleber. Lady Curzon, ich bin gespannt, was er als nächstes servieren wird. Der Anfang war jedenfalls vielversprechend. Ich habe mich soeben entschlossen, entschuldige Schatz, meine Schwiegermutter umzubringen. Oh. Wenn Renz nur halb so gut verteidigt, wie er kocht, komme ich mit ein paar Monaten davon. Wenn er in seinem Plädoyer so untertreibt wie in seiner Einladung, wird das Gericht die Tat gar nicht glauben. Was für eine Einladung? Ich habe keine Einladung gekriegt. Wieso bist du dann da? Vielleicht ist sie noch von gestern da. Leider nicht. Also was steht mir in der Einladung? Da man bekanntlich nicht arbeiten kann, ohne zu essen, gebe ich mir die Ehre, euch am Sonnabendabend zu einem kleinen Imbiss einzuladen. Voilà, der kleine Imbiss. Magda, kannst du mir mal helfen, bitte? Aber mit Vergnügen. Wer ist eigentlich dieser Mensch? Ich glaube, der hat mal gesessen. Nein. Renz soll ja gelegentlich mit einem Polizisten zusammenarbeiten. So, da ist er. Na komm. Oh. Ist das ein Salm? Ja, das ist ein Salm. So. Kommt noch jemand? Nein. Guckst du mal bitte. So, die Flaschen weg und die Teller zu mir. Sind Sie der Rechtsanwalt? Nein. Ich muss den Rechtsanwalt sprechen. Sind Sie ein Mandant? Nee. Aber? Doch, ja. Dr. Renz hat Gäste, Sie kommen sehr ungelegen. Ich hab jemanden erschlagen. Michael. Guten Appetit. Ja, was gibt's? Ein Mandant. Nein, nicht heute, nicht jetzt. Er ist sehr verstört. Na, ich auch. Er sagt, er hat gerade jemanden erschlagen. Wo ist er? Auch ein Glas? Das hilft beim Reden. Also, was ist passiert? Wir haben uns erstritten. Wer ist wir? Wie heißen Sie? Armin Fest. Und die andere Person? Carola Senftleben. Zigarette? Nee, danke, ich rauche nicht. Nun erzählen Sie mal. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Carola war meine Freundin, meine Geliebte, wie man so sagt. Wir haben uns jeden Sonnabendnachmittag getroffen, fast ein Jahr lang. Manchmal auch in der Woche abends, weil sie waren nämlich verheiratet, müssen Sie wissen. Eigentlich haben wir ja nicht zusammengepasst. Sie hat dann ein Geschäft, eine Kirschnerei. Überhaupt war sie mehr so Schickeria, aber wir haben... Ich hab sie unheimlich lieb gehabt. Mehr als... Eben hat sie mir dann gesagt, dass Schluss ist und... Was ich blöd bin, primitiv. Und nur für eins zu gebrauchen bin. Und daraufhin haben sie erschlagen? Nee, ich hab versucht, mit ihr zu reden. Ich hab sie gefragt... Ihr sagt, dass ich sie nicht verstehe und ich weiß nicht mehr, was ich noch gesagt habe. Jedenfalls habe ich dann versucht, sie zu umarmen. Und da hat sie mir ins Gesicht geschlagen. Mit dem Handrücken. Und da bin ich ausgerastet. Da habe ich ihr eine gelangt. Nur eine. Und da ist sie gegen die Heizung geflogen. Ausgerutscht und gegen die Heizung. Mitten in den Kopf. Als ich dann gemerkt habe, dass sie nicht mehr aufsteht, bin ich zu ihr hin und habe ich da überall das Blut gesehen. Und habe sie geschüttelt. Aber sie war tot. Haben Sie keinen Arzt gerufen? Sie ist tot. Ich habe 2 Stunden neben ihr gehockt. Sie ist tot. Wo wohnen Sie?
Golandstraße 24. Geben Sie mir Ihre Schlüssel. Sieh dich um. Welcher Stock? Parterre. Und der Fisch? Dann einfach hier reinkommen und sagen, da liegt irgendwo eine Leiche. Und das ist alles, was wir sagen. Irgendwie muss die Person ja umgekommen sein. Wie? Das werden Ihre Ermittlungen ergeben. Wo ist denn die Wohnung? Golandstraße 24. Und wer ist die Tote? Carola. Carola Senfling. Also nicht Ihre Frau? Nein. Ihre Freundin? Herr Fest macht lediglich Aussagen zur Person. Ja, weshalb ist er dann hier? Da musst du irgendwas mit dem Tod dieser Frau zu tun haben. Sonst wird es ja nicht stelle. Und das gleich mit dem Anwalt. Herr Fest sagt ja nicht, dass er nichts mit dem Tod der Frau Senfleben zu tun hat. Er sagt überhaupt nichts. Und dazu hat er, wie Sie wissen, das Recht. Herr Hauptkommissar, können Sie mal runter in die Wache kommen? Ich glaube, da ist ein Mord passiert. Und der Täter ist hier und will nichts sagen. Hier, wischen Sie sich ab. Dr. Renz, haben Sie was dagegen, wenn ich mich zu Ihnen setze? Warum sollte ich? Danke. Man sagt, Sie seien ein Feinschmecker. Aber leider ein Vielbeschäftigter, deswegen die Kantine. Warum haben Sie eigentlich für Herrn Fest keine Haftverschonung beantragt? Herrn Fest? Kennen Sie? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Oder haben Sie meine Anklageschrift wirklich noch nicht gelesen? Ach, Sie vertreten die Anklage. Immerhin ein Lichtblick. Ein Lichtblick? Wie darf ich das verstehen? Und ist das ein Kompliment an mich als Frau oder nehmen Sie mich als Gegner nicht ernst? Im Gegenteil. Das ist wie beim Tennis. Man wächst mit dem Gegner. Ich werde die Anklage sehr aufmerksam studieren. Na, was sagst du? Irgendwas stimmt nicht in der Anklageschrift. Die ganze Anklage ist falsch. Es darf nicht um Totschlag, es muss um Körperverletzung mit Todesfolge gehen. Ich meine nicht den juristischen Teil, ich meine die polizeilichen Ermittlungen. Sie haben was übersehen. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass was falsch ist. Dein berühmter Instinkt. Nein, etwas Konkretes. Etwas, was du am Tatort gesehen hast? Ja. Tatzeit 17 Uhr bis 17.30 Uhr, Blutergüsse auf beiden Gesichtshälften. Schädelfraktur verursacht durch Aufprall auf einer Heizungsrippe. Blutalkohol der Toten 0,3 Promille, bei Fest zur Tatzeit 0,9 Promille. Im Zimmer Fingerabdrücke von Fest, der Senfleben und noch zwei Personen. Wahrscheinlich Freunde oder Bekannte von Fest. Psychologisches Gutachten. Aussage des Ehemannes. Fotos vom Tatort. Da. Sieh sie dir noch mal an. 0,3 und 0,9 Promille. Ein bisschen viel für eine halbe Flasche Wein. Hm? Dann muss er noch was anderes getrunken haben.
Es war kein anderer Alkohol da. Dann muss er vorher was getrunken haben, soll vorkommen. Es ist auch nicht der Wein. Es ist was anderes. Weiß nicht, was du hast. Es gefällt mir alles sehr gut. Die halbe Flasche. Wie viel? Ja. Haben Sie vorher, ich meine, bevor Frau Senfleben zu Ihnen kam, schon getrunken? Nein. Oder nachher, ehe Sie zu mir kamen? Nein. Das kann doch nicht stimmen. Der Blutalkohol bei Frau Senfleben betrug 0,3, bei Ihnen 0,9 Promille. Sie müssen also mehr getrunken haben. Herr Fest, diese Dinge sind wichtig. Ihre Zurechnungsfähigkeit, und das heißt Ihre Schuldfähigkeit, kann durch Alkohol wesentlich beeinträchtigt gewesen sein. Die 0,9 Promille, von denen die Anklage ausgeht, können sich erheblich steigern, wenn Sie zum Beispiel kurz vor dem Besuch von Frau Senfleben starken Alkohol, also Schnaps, getrunken hätten. Also gut, ich habe ein paar Klare getrunken. Wo? Wo, bei mir? In Ihrer Wohnung war kein anderer Alkohol als die Flasche Wein. Sehen Sie, Herr Fest, das sind die Dinge, die Ihnen schaden können. Unwahrheiten, auch kleine. Unstimmigkeiten, Widersprüche. Genau um das zu vermeiden, habe ich darauf bestanden, dass Sie keine Aussage machen, ehe wir nicht das Ermittlungsergebnis kennen und uns danach richten können. Und was passiert? Sie sagen Dinge, die unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich sind. Damit machen Sie den Vorteil, sich selbst gestellt zu haben und dem Prozess geständig zu sein, zunichte. Sehen Sie das ein? Was ist denn los mit Ihnen? Wollen Sie mit der Strafe wegkommen oder nicht? Ja, klar, sicher. Also, wo haben Sie getrunken? In der Stadt, in einem Stehhausschrank. Aha. Wo mich keiner kennt. Wie viel? 3 Klare. Gut. 3 oder 4 Klare. Sie wissen nicht mehr, wie viel. Weiter. Nehmen Sie Pharmazeutika, Tabletten. Wenn Sie Appetitzügler, Fangadepot zum Beispiel, das nehme ich. Wenn Sie Fangadepot genommen hätten, das Mittel ist nicht rezeptpflichtig, dann hätte das die Wirkung des Alkohols erheblich verstärkt. Fangadepot, okay. Das ist okay, Sie müssen schon die Wahrheit sagen. Ja, manchmal nehme ich Kopfschmerztabletten. Sehr gut. Wie viel? 3. 3. Und jetzt wiederholen Sie nochmal die Ausdrücke, mit denen Frau Senfleben Sie beleidigt und außer sich vor Wut und Schmerz gebracht hat. Ja, ich habe Carola unheimlich geliebt. Richtig. Damit fangen Sie morgen an. Wiedersehen. In diesem Zusammenhang möchte ich die grundsätzliche Unhaltbarkeit der Anklage darlegen. Sie lautet auf Totschlag. Zum Totschlag wäre es notwendig, dass der Angeklagte die Möglichkeit der tödlichen Folge seiner Handlung erkannt und in Kauf genommen hätte. Dies aber ist hier keineswegs der Fall. Der Angeklagte hat seine Geliebte mit der nicht einmal zur Faust geballten Hand geschlagen. Er hat ihr, das ist das deutsche Wort dafür, eine Ohrfeige gegeben. Das ist eine zwar verwerfliche, aber so übliche Handlung, dass es wohl kaum jemanden hier in diesem Gerichtssaal gibt, der sie sich nicht schon einmal hat zu Schulden kommen lassen. Die Frau Staatsanwältin nehme ich natürlich aus. Eine solche Ohrfeige also, die nicht nur leicht unterläuft, sondern die der Volksmund ebenso wie manche Ärzte anzuwenden rät, um hysterische Personen zur Besinnung zu bringen, eine solche Ohrfeige als kausal für den Tod der Geohrfeigten vorauszusehen, war dem Angeklagten schlechterdings unmöglich. Was er sich hat zu Schulden kommen lassen, war eine leichte Körperverletzung, die durch unglückliche Umstände zum Tode eines Menschen führte. Für diesen Sachverhalt gibt es einen gesetzlichen Terminus. Er heißt Körperverletzung mit Todesfolge. Und so, und nur so, kann die Anklage lauten. Angeklagter, würden Sie bitte vortreten? Wieso? Bitte kommen Sie hierher, an den Richtertisch.
Eigentlich sieht er ganz sympathisch aus. Was sind Sie von Beruf? Kraftfahrer. Ist das eine schwere körperliche Arbeit? Manchmal schon, ja. Bei einer Panne oder so. Ja. Würden Sie bitte dem Gericht Ihre Hände zeigen? Strecken Sie die Arme aus. Schmal. Beinahe zierlich, würde ich sagen. Kann man im Ernst annehmen, dass durch eine einfache Ohrfeige von diesen Händen ein Mensch zu Tode kommt? Sind nicht mehrere härtere Schläge nötig, um einen erwachsenen Menschen so zu prügeln, dass er mit dem Kopf gegen die Heizungsrohre fällt? War es nicht also reine Brutalität, die schließlich zum Tode des Opfers geführt hat? Sie können sich wieder hinsetzen. Und Ihnen, Herr Verteidiger, darf ich noch sagen, dass es zwar den Terminus Körperverletzung mit Todesfolge gibt, nicht aber, und zwar aus jedermann einleuchtenden Gründen, den der leichten Körperverletzung mit Todesfolge. Denn so leicht, ich glaube, dazu müssen wir keinen Gutachter hören, so leicht stirbt ein gesunder Mensch nicht. Dazu ist schon erhebliche Gewaltanwendung notwendig. Die Anklage lautet nicht auf Körperverletzung mit Todesfolge, sondern auf Totschlag. Es ist 1 Uhr. Wir machen jetzt Mittag und setzen die Verhandlung um 14.30 Uhr fort. Ist was? Ich hab ihn. Wen? Den Fehler. Den Fehler, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Ja und? Der Aschenbecher war es. Es waren zweierlei Kippen drin. In Fests Aschenbecher? In seinem Apartment? Ja, aber Fest raucht nicht. Ich habe ihm in deiner Wohnung eine Zigarette angeboten. Und er hat gesagt, ich rauche nicht. Erinnerst du dich? Ja. Ja, ja. Also müssen außer der Senfblume und dem Fest noch jemand anders da gewesen sein. Ja. Jemand, den er uns verheimlicht. Aber warum? Ich weiß nicht. Er hat gelogen. Er hat die ganze Zeit bei dir damals nicht die Wahrheit gesagt. Hast du das nicht gemerkt? Nein, an dem Abend nicht. Aber im Untersuchungsgefängnis, bei unserer letzten Besprechung, da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass er kein wahres Wort sagt. Ciao, ich muss gehen. Wo willst du hin? Er bellt. Wer? Mein innerer Spürhund. Bin gespannt, was er apportiert. Herr Senftleben, kannten Sie den Angeklagten? Nein, dazu bestand keine Veranlassung. Was meinen Sie damit? Dass er nicht mit mir ein Verhältnis hatte, sondern mit meiner Frau. Wussten Sie von der Existenz des Angeklagten? Ich wusste von der ständigen Existenz eines Liebhabers. Aber wer jeweils diese Rolle spielte, das hat mich nie interessiert. Ihre Ehe war also zerrüttet? Überhaupt nicht. In ihrer wesentlichen Funktion, nämlich der der gegenseitigen Versorgung, war sie völlig intakt. Danke. Haben Anklage oder Verteidigung noch Fragen? Hat Ihre Frau je von Herrn Fest, wenn auch ohne seinen Namen zu nennen, gesprochen? Nein, geschmacklos war sie nie. Konnte Ihre Frau grob sein, verletzt, beleidigend? Welche Frau kann das nicht? War sie es häufig? Zu mir nicht. Haben Sie von Ihrem Recht, als Nebenkläger aufzutreten, keinen Gebrauch gemacht, weil Sie den Angeklagten verstehen? Herr Vorsitzender, das geht entschieden zu weit. Sie brauchen die letzte Frage des Verteidigers nicht zu beantworten. Ja, nein, ich tue es gern. Ich habe von einer Nebenklage abgesehen, weil das meine Frau nicht wieder lebendig machen würde. Die hier stattfindende Veranstaltung verstehe ich zwar in ihrer staatserhaltenden Funktion, mir persönlich jedoch ist sie völlig gleichgültig.
Danke, Herr Senfleben. Wie lange sind Sie denn mit Armin festgefahren? Also an die 3 Jahre. Dann kennen Sie ihn doch sehr gut. Also meine, wie er sich räuspert, wie er isst, drängt, schnarcht, lacht, das weiß ich. Aber was er denkt, was er für ein Mensch war, verdammt, jetzt rede ich schon von ihm, als wäre er tot. Also menschlich, gell? Da war er sehr verschlossen. Obwohl er ein Berliner war, war er überhaupt kein Großmaul. Damit will ich nicht sagen, dass er ein schlechter Mensch war, im Gegenteil. Aber er lässt einfach niemand in sich reingucken. Hatte er denn keine Freundin oder einen Freund, mit denen er etwas offener war? Ich habe ihn mal gefragt, ob er mit mir Freundschaft schließen will. So richtig, du bist ja schon. Und hat er gesagt, ich habe schon einen Freund. Obwohl, das so im Sarerek kein Quatsch. Man kann doch mehr als einen Freund haben, das ist doch nicht wie eine Ehe. Und da haben die meisten auch mehr als eine, gell? Aber so wie er das damals gesagt hat, da bin ich lieber ruhig gewesen. Haben Sie einen Freund mal gesehen? So ein- oder zweimal hat ihn einer abgeholt. So ein hübscher, schwarzhaariger Bursch. Aber ob das der Freund war? Naja, dass ich jetzt denke, der Armin war schwul, da ist nichts drin, nichts. Doch, da lege ich mal Hand ins Feuer. Na gut. Aber dass der Armin nie geraucht hat, dass ihm Zigaretten zuwider sind, das wissen Sie auch. Keine Zigarette im Bahre. Damit hat er mich 3 Jahre tyrannisiert. Der 2. Verhandlungstag ist eröffnet. Wir beginnen mit der Anhörung der Ermittlungsbeamten und des Gutachters Professor Weiden. Herr Vorsitzender, gestern Abend hat sich bei mir ein Zeuge gemeldet, dessen Aussage von so entscheidender Wichtigkeit ist, dass ich bitte, ihn als Ersten zu hören. Der Prozess wird in einem völlig anderen Licht erscheinen. Worüber soll der Zeuge aussagen? Durch diesen Zeugen kann bewiesen werden, dass das Opfer am Tag der Tat einen größeren Geldbetrag bei sich führte. Wo ist der Zeuge? Herr Wilke. Wilke, Otto, geboren in Butzbach in Hessen, 52 Jahre alt, von Beruf Kaufmann, wohnhaft Frankfurt am Main, Wittelsbacher Allee 8a, mit dem Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert. Ich ermahne Sie zur Wahrheit und weise Sie darauf hin, dass Sie damit rechnen müssen, Ihre Aussage zu beeiden. Wenn Sie falsch schwören, müssen Sie mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr rechnen. Auch falsche uneidliche Aussage wird mit Freiheitsstrafe geahndet. Kannten Sie Frau Senftleben? Am 24.03. dieses Jahres war Carola Senftleben, also am Tag ihrer Ermordung, war Carola Senftleben bei mir in meinem Büro im Kaufhaus Gold. Sie nahm von mir dort, gegen Quittung hier, bitte, D-Mark 116.000 in bar entgegen. Das war um 14.30 Uhr. Und was hat das mit unserem Prozess zu tun? Dieses Geld ist weder in der Firma der Carola Senftleben noch in ihrem Haushalt aufgetaucht. Wir können dazu die Buchhalterin und den Ehemann befragen, notfalls unter Eid. Langsam, langsam. Ich nehme an, Sie haben die beiden Personen schon befragt. Ja, das habe ich. Gut, das Gericht wird das selbstverständlich noch einmal tun. Aber jetzt bleiben wir zunächst mal bei dem Zeugen Wilke. Herr Wilke, wieso hat Frau Senftleben einen so hohen Betrag in bar bei Ihnen abgeholt? Frau Senftleben hatte einen Kürschnerbetrieb. Sie kaufte Pelze und ließ sie zu Jacken und Mänteln verarbeiten. In dieser Branche kommt es oft vor, dass Pelzhändler, namentlich aus den Ostblockstaaten, Pelze zu äußerst günstigen Konditionen anbieten, aber Barzahlung verlangen, weil sie hier andere Ware einkaufen wollen. Und um einen solchen Fall handelte es sich? Ich habe Frau Senftleben nicht gefragt, aber ich nehme es an. Außerdem bat sie ja um Bargeld und ich hatte gar keinen Grund, es ihr zu verweigern. Weil das Kaufhaus ihr den Betrag von 116.000 Mark für an Sie gelieferte Rauchwaren schuldete. So ist es, Herr Vorsitzender. Herr Vorsitzender, ich habe eine Frage an den Zeugen. Bitte? Herr Wilke, warum machen Sie diese Aussage erst heute? Weil ich mich 2,5 Monate in den Vereinigten Staaten aufgehalten habe, erst vorgestern zurückgekommen bin und erst gestern von Frau Senftlebens Ermordung erfahren habe. Dankeschön. Noch Fragen? Nein. Wird auf Vereidigung verzichtet? Ja. Dann ergeht Beschluss, Zeuge bleibt gemäß § 61 Ziffer 5 StPO unbeeidigt. Vielen Dank, Herr Zeuge.
Sie sind entlassen. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Dann darf ich also jetzt meine Auslagen entgegennehmen. Wiedersehen. Da wir von der dringenden Annahme ausgehen müssen, dass der Angeklagte die infragestehenden 116.000 Mark an sich genommen hat... Wir müssen überhaupt nicht. Sie tun das. Sie und sonst niemand. Es gibt nicht die Spur eines Beweises. Herr Verteidiger, Sie haben nicht das Wort. Die Anklage auch nicht. Dann erteile ich es ihr hiermit. Da wir von der Annahme ausgehen müssen, dass der Angeklagte das Geld an sich gebracht hat, beantrage ich einen rechtlichen Hinweis, dass statt Totschlag auch Mord in Frage kommt. Ich protestiere! Ich stelle Antrag auf Aussetzung der Verhandlung. Ich schließe mich dem Antrag der Verteidigung an. Es ergeht Beschluss, die Hauptverhandlung wird zum Zwecke neuer Ermittlungen ausgesetzt, neuer Termin von Amts wegen. Die Verhandlung ist geschlossen. Sie hatte kein Geld bei sich. Woher wissen Sie das? Haben Sie in Ihrer Handtasche nachgesehen? Konnte jemand anders in Ihrer Wohnung? Könnte jemand das Geld genommen haben, während Sie bei mir waren? Ihr Mitarbeiter. Dem habe ich ja meinen Schlüssel gegeben. Den können Sie ausschließen. Ja, das sagen Sie so. 116.000 Mark, dafür traue ich keinem. Aber wenn ich Ihnen auch sage... Auch Ihnen nicht. Woher soll ich denn wissen, dass Sie nicht unter einer Decke stecken mit Ihrem Freund da? Da fest. Wenn das Vertrauen zwischen Ihnen und mir erschüttert ist, dann... Lass mich einfach nicht als Dieb bezeichnen! Ich habe mein ganzes Leben noch niemand beklaut. Es geht der Anklage nicht um Diebstahl. Das wollen wir ganz klar aussprechen. Es geht ihr darum, Ihnen einen Raubmord anzuhängen. Und darauf steht lebenslänglich. So sieht die Sache aus. Und es würde Ihnen wenig helfen, meinen Mitarbeiter und mich zu beschuldigen. Entweder das Geld taucht auf oder... Aber ich hab das Geld nicht. Ich hab nicht mal gewusst. Wirklich nicht. Ich glaube Ihnen. Alles, was es zu fragen gibt, hat die Polizei bereits gefragt. Und das dreimal. Und jetzt kommen Sie. Wer sind Sie? Für wen arbeiten Sie? Was wollen Sie? Soll ich alle Fragen gleichzeitig beantworten oder geht das auch nacheinander? Wissen Sie, was mir das Liebste wäre? Wenn Sie abziehen. Schade, ich hätte Ihnen so gerne eine Bitte erfüllt. Wo Sie doch so zuvorkommend sind. Also los, fragen Sie. Sie kennen die Fragen. Ja. Frau Senftleben hat am Samstag, am Tag ihrer Ermordung, gegen 12 dieses Büro verlassen und ist bis 15 Uhr, als ich nach Hause ging, nicht zurückgekehrt. Nein, ich wusste nicht, dass sie Geld holen ging. Nein, ich bin bis 15 Uhr im Büro geblieben. Nein, ich... Warum schreiben Sie nicht mit? Die anderen haben alle mitgeschrieben. Ja, es gibt einen Safe in diesem Büro. Nein, ich habe keinen Schlüssel dazu. Habe ich etwas vergessen? Ja. Wann haben Sie erfahren, dass Ihre Chefin ermordet wurde? Am Sonntag hat mich Ihr Mann angerufen. War die Polizei hier im Büro und wann? Ja, Montagvormittag. Wurde da der Tresor geöffnet? Nein, bis dahin war von dem Geld noch nicht die Rede. Und jetzt ist von nichts anderem mehr die Rede. Seltsam, nicht? Meine Frau hat mir an ihrem Todestag keine 116.000 Mark oder sonst irgendeinen Betrag übergeben. Es ist auch nach ihrem Tod kein Geld auf unserem gemeinsamen Konto oder in unserem Haushalt aufgetaucht. Es ist mir nicht bekannt, dass meine Frau aus unserem gemeinsamen Konto und dem Firmenkonto noch ein drittes Bankkonto, Sparkonto oder Ähnliches gehabt hätte. Sonst noch was? Können Sie diese Aussage behalten? Wenn sie dadurch glaubwürdiger wird. Wünschen Sie die religiöse Eidesformel? Nein. Dann stehen Sie auf und erheben die rechte Hand. Sie schwören, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Ich schwöre es. Vielen Dank. Frau Berns, wann wäre Ihrer Meinung nach das Fehlen des Geldes bemerkt worden, wenn sich der Zeuge Wilke nicht gemeldet hätte? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn Herr Senftleben die Auflösung der Firma beantragt hätte. Aber das hat er ja bis jetzt nicht. Wer hätte dann die Schlussabrechnung gemacht? Das weiß ich doch nicht. Nicht Sie? Als Buchhalterin der Firma? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich danke Ihnen. Noch etwas. Haben Sie einen Schlüssel zum Safe? Nein, ich habe keinen Schlüssel zum Safe. Sind Sie bereit, Ihre Aussage zu beeilen? Dann stehen Sie auf und erheben die rechte Hand.
Carter sagt, Sie sind Privatdetektiv. Was kann ich für Sie tun? Eigentlich habe ich nur eine einzige Frage. Bitte? Danke. Aber Ihr Büro macht mich neugieriger. Was Sie von Beruf sein sollten? Was ich von Beruf bin. Was ist Ihr Beruf? Ich bin Anlageberater. Aber das Geld und das Geschäft Ihrer Frau interessiert Sie nicht sehr. Oder? Naja. Aber Sie sagten, dass Sie ursprünglich was anderes fragen wollten. Ja. Hat oder hatte die Buchhalterin Ihrer Frau einen Schlüssel zum Bürosafe? Sie arbeiten für den Verteidiger von Herrn Fest, nehme ich an, ne? Ja. Wenn ich Ihre Frage positiv beantworten würde, würde das von Vorteil für Herrn Fest sein. Unter Umständen. Und Sie erwarten, dass ich zugunsten des Mörders meiner Frau... Es war Totschlag. Es war leichte Körperverletzung, ich weiß. Dass ich zugunsten des Mannes aussage, der meine Frau erschlagen hat. Ich hatte von Ihnen den Eindruck eines Mannes, dem daran liegt, dass die Wahrheit gefunden wird. Hatten Sie den Eindruck so? Die Wahrheit, naja. Ich weiß, dass Sie zynisch sein können. Aber Sie sagten auch, dass es Ihnen nicht um Rache geht. Reden wir mal nicht von mir, reden wir von Ihnen. Warum kämpfen Sie um diesen Trottel? Für Geld? Da dürfte kaum welches sein. Wofür also? Ich war mal Polizist. Dann hat mich der Bruder meiner Freundin aufs Kreuz gelegt. Ich war unschuldig. Aber das half mir nichts. Nichts und niemand half mir. Auch die Kollegen nicht von der Polizei. Ich bekam eine Geldstrafe. Ich wurde verurteilt und später wollte man mir noch ein Disziplinarverfahren anhängen. Aber da hatte ich die Schnauze schon voll. Und ich wollte nicht mehr. Ich wollte kein Bulle mehr sein. Sondern das tun, was ich jetzt mache. Iris Berns hatte einen Schlüssel. Ich kann das beeiden. Wenn es dadurch glaubwürdiger wird. Haben Sie mir aufgelauert? Aufgelauert. Ich möchte gern ein Glas Wein mit Ihnen trinken. Ich war heute früh bei Herrn Senfleben. Sie mich endlich in Ruhe. Herr Senfleben bedauert, dass er die Verhandlung gleich nach seiner Aussage verlassen musste. Er hätte gern gehört, wie Sie gesagt haben, Sie hätten keinen Safe-Schlüssel. Das hätte er ruhig hören können. Und warum haben Sie sich umgesehen, ehe Sie Ihre Aussage machten? Ich habe mich nicht umgesehen. Wie Sie meinen. Herr Senfleben ist zwar ein sehr vermögender Mann, aber er sieht nicht aus wie jemand, den 116.000 Mark, die ihm gehören, überhaupt nicht interessieren. Sie wissen doch, wer sie genommen hat. Ja, wir wissen jetzt, dass zwei sie genommen haben können. Fest oder Sie? Sie spinnen. Ja, ich hatte einen Schlüssel zum Safe, aber den habe ich lange, bevor Frau Senfleben ermordet wurde, zurückgegeben. Wie kommt es, dass Herr Senfleben den zweiten Schlüssel nirgendwo finden kann? Kann ich denn das wissen? Außerdem, selbst sein Geld in dem Safe gewesen wäre. Wie sollte ich denn wissen, dass Frau Senfleben ermordet werden würde, nachdem ich das Büro verlassen habe? Nein, das wussten Sie erst seit Sonntag. Und da ging Ihnen auf, dass 116.000 Mark scheinbar herrenlos herumliegen. Und dass in dem Mörder ein potenzieller Dieb gegeben war. Und da sind Sie ins Büro gefahren und haben sich bedient. Sie haben eine blühende Fantasie. Ja, die habe ich. Und deswegen weiß ich auch, dass der Prozess anders ausgehen wird, als Sie sich das vorstellen. Und dass Sie nicht nur wegen Diebstahls, sondern wegen falscher eidlicher Aussage sitzen werden. Sie können mir keine Angst machen. Wie? Warum sollte ich? Mir gehören die 116.000 nicht. Die gehören Herrn Senfleben. Aber vor dem scheinen Sie auch keine Angst zu haben, oder? Ich stelle Antrag, Hauptkommissar Fritsch, den Leiter der Ermittlungen, noch einmal befragen zu dürfen. Es ist dem Gericht nämlich eine wichtige Tatsache entgangen. Wir haben dem Gericht mag manches entgangen sein. Was ihm aber nicht entgangen ist, sind die schier unerschöpflichen Ausflüchte, Haken und Wendungen der Verteidigung. Ihnen können wir nur eines entgegenhalten. Fakten. Faktum 1. Der Angeklagte hat Carola Senfleben erschlagen und er gesteht das. Faktum 2. Frau Senfleben hatte im Moment ihrer Ermordung 116.000 Mark bei sich, die seitdem verschwunden sind. Daraus ergeben sich zwei Alternativen. Entweder
Der Angeklagte hat sein Opfer getötet, um an das Geld zu kommen. Und das ganze Gerede von Liebe, Eifersucht und Trennung ist erfunden. Oder aber der Angeklagte hat sein Opfer wirklich im Affekt erschlagen und erst nach der Tat das Geld gefunden und versteckt. Gegen diese zweite Möglichkeit spricht allerdings die Tatsache, dass Carola Senftleben überhaupt zu dem Angeklagten gegangen ist, wenn sie ihn leid war, wenn sie sich von ihm trennen wollte. Warum ist sie dann nicht einfach zu Hause geblieben? Warum hat sie ihm nicht am Telefon gesagt, dass Schluss ist? Warum sollte sie zu diesem Zweck allein und mit 116.000 Mark in der Tasche in die Wohnung eines Menschen gehen, den sie als unbeherrscht und gewalttätig kennen musste? Nein, Herr Verteidiger, uns sind keine Tatsachen entgangen. Sie liegen alle klar vor uns. Wir haben es mit einem heimtückischen, brutalen Menschen zu tun. Ich bewundere Ihr Temperament, Frau Staatsanwältin, aber Ihr Plädoyer war erst für morgen vorgesehen. Bitte um Entschuldigung. Ich warte nicht. Bitte, was sagten Sie, Angeklagter? Ich war es nicht. Stehen Sie erst mal auf. Sie waren was nicht? Ich habe die Frau Senftleben ja nicht erkannt. Moment mal. Sie haben ein Geständnis abgelegt. Wollen Sie das jetzt etwa widerrufen? Ja, das habe ich alles gesagt, weil wir das so abgesprochen hatten. Wer ist wir? Ich habe einen Freund. Wirklich einen Freund. Wir kennen uns schon aus Berlin. Er war mit der Carola Senftleben befreundet. Und wie kam die Leiche dann in Ihre Wohnung? Na, die haben sich bei mir getroffen, jeden Sonnabendnachmittag. Da bin ich meistens weg und da haben sie sich bei mir getroffen. Weil mein Freund hat keine sturmfreie Bude. Und an dem Tag war ich beim Fußball. Frankfurt-Duisburg. Und wie ich nach Hause komme, da liegt die Senftleben tot auf der Erde. Und der Lutz war völlig fertig. Er wollte sich umbringen. Hat Jura studiert und hat gesagt, das war jetzt alles umsonst. Ich kann nie mehr Jurist werden nach dem, was ich getan habe. Und wollte sich umbringen. Habe ich versucht, ihn zu trösten und da ist mir eingefallen, was ist denn, wenn wir sagen, ich war's. Sie behaupten, Sie haben freiwillig einen Mord auf sich genommen? Das war ja kein Mord, hat er gesagt. Er hat ja gesagt, er hat es aus Liebe oder aus Versehen umgebracht. Körperverletzung mit Todesfolge ist das, hat er gesagt. Genau wie der Herr Dr. Renz auch sagt. 3 Jahre würde ich dafür kriegen und wenn ich mich gut führe, bin ich nach 2 draußen. Ja, das wollte ich für ihn absitzen. Und warum haben Sie Ihren Entschluss jetzt geändert? Das mit dem Geld hat er mir nicht gesagt. 3 Jahre, ja. Aber nicht lebenslänglich. Das wäre ja für immer. Wie heißt Ihr Freund? Lutz Egert, Novalisstraße 8 bei Fischer. Herr Hegert, Sie werden das als Jurastudent zwar wissen, aber ich muss Sie trotzdem belehren. Sie sind berechtigt, die Zeugenaussage zu verweigern, falls Sie sich durch Ihre Aussage selbst belasten würden. Ich weiß, ich möchte aussagen. Dann schildern Sie uns bitte Ihr Verhältnis zu Armin Fest. Wir sind Freunde seit unserer Jugend. Gute Freunde. Was soll ich mehr sagen? Und Sie haben auch hier in Frankfurt engen Kontakt miteinander gehabt? Wir haben uns 2-3 Mal die Woche gesehen. Wir sind Bier trinken gegangen, ins Kino, haben geredet. Wie das so ist. Waren Sie auch manchmal in Herrn Fests Wohnung? Ja, sicher. Hatten Sie einen Schlüssel? Nein. Kannten Sie Herrn Fests Freundin? Nein. Kannten Sie Carola Senftleben? Nein. Ihr Freund behauptet aber etwas anderes. Es tut mir leid, ich habe diese Frau Senftleben nicht gekannt. Herr Fest sagt, sie sei nicht seine, sondern ihre Geliebte gewesen. Das ist unrichtig. Ihr Freund sagt nicht, er habe sie erschlagen, sondern sie. Ich nehme an, Armin ist ein bisschen verwirrt und verzweifelt.
Es steht mir nicht zu, das Gericht zu belehren, aber vielleicht wäre es doch besser, einen Arzt zu Rate zu ziehen. Sag die Wahrheit. Hey! Sag die Wahrheit! Es tut mir leid, Armin. Ich würde dir ja gerne helfen. Aber so geht es nicht. Herr Hegert, wo waren Sie am 24.03.? Ich weiß es nicht. Es war ein Samstag. Ich weiß es nicht mehr. Darf ich den Zeugen befragen? Bitte. Herr Hegert, wann haben Sie erfahren, dass Ihr Freund einen Menschen erschlagen hat? Das war an dem Montag danach. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Und Sie wissen nicht, was Sie an diesem Wochenende, an diesem Samstag, der ja nicht irgendein Samstag war, der ja das Leben Ihres Freundes, Ihres besten Freundes, einschneidend verändert hat. Sie wissen nicht, wo Sie da waren und was Sie getan haben? Nein, ich weiß es nicht. Haben Sie Ihren Freund während seiner Untersuchungshaft besucht? Nein. Warum nicht? Armin ist mir durch seine Tat fremd geworden. Rauchen Sie? Ja. Raucht er fest? Nein. Dürfte ich Ihre Zigaretten sehen? Hauptkommissar Fritsch hat, wie er uns bestätigen wird, zweierlei Filter in dem Aschenbecher am Tatort gefunden, nämlich gelbliche und weiße. Frau Senfleben rauchte Zigaretten mit gelblichem Filter, Herr Hegert raucht solche mit weißem. Wie erklären Sie uns das, Herr Hegert? Es ist nicht meine Aufgabe, das zu erklären. Darf ich es Ihnen erklären? Ich bin mit dem Zeugen zwar noch nicht fertig, aber bitte. Das Vorhandensein von zweierlei Filtern beweist A, dass Herr Fest nicht sehr ordentlich ist und den Aschenbecher nicht ausgeleert hat, in dem die Kippen eines anderen Besuchers waren. Und oder B, dass Frau Senftleben zweierlei Sorten Zigaretten bei sich hatte, wie das ja öfter vorkommt, zum Beispiel im Augenblick bei mir. Ich rauche für gewöhnlich diese Marke. Die Sorte gab es aber nicht bei uns hier in der Kantine im Automaten und deshalb habe ich diese gezogen und rauche nun beide durcheinander. Ich danke für die überaus plausible Erklärung. Herr Hegert, wo wohnen Sie? Novalisstraße 8. Ist es richtig, dass Sie dort zur Untermiete wohnen? Ja. Und dass Sie keinen Damenbesuch empfangen dürfen? Ja, das stimmt. Haben Sie je die Wohnung Ihres Freundes benutzt, um dort eine Frau zu treffen? Nein, nie. Schweigen. Ich bitte den Angeklagten, keine Zwischenbemerkungen, schon gar keine Beleidigung zu äußern. Andernfalls wird er aus dem Saal entfernt. Du gemeine dreckige Schwein! Wachtmeister, entfernen Sie den Angeklagten aus dem Saal. Hat die Verteidigung noch weitere Fragen an den Zeugen Hegert? Nein. Herr Dr. Renz? Ach, Herr Hegert. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Ich hoffe, Sie sind mir wegen meines Verhörs nicht böse, aber als Jurist... Na, als angehender Jurist kann ich nur hoffen, dass ich irgendwann einmal so gut werde wie Sie. Ich habe Ihrem Freund leider sehr wenig helfen können. Vielleicht können Sie mir helfen. Wobei? Ich würde ganz gerne verstehen, was in Armin so vorgegangen ist. Als er Sie beschuldigte? Ich bin sein einziger Freund, seit wir Kinder waren. Sie kennt sich doch mit Menschen aus. Ich meine, warum kann er das getan haben? Warum hat er mich beschuldigt? Vielleicht hat er geglaubt, Sie würden die Tat auf sich nehmen. Vielleicht hätte er dasselbe für Sie getan. Das ist doch absurd. Das gibt's doch, dass jemand sein Leben für einen anderen opfert, oder? Thank you.
Clever von Ihnen, das trotzdem noch zu essen. Wieso clever? Wo Sie es doch gar nicht mehr nötig haben. Bleiben Sie doch, Herr Heger. Woher wissen Sie, wie ich heiße? Ist doch gut, dass bei Gericht die Personalien angegeben werden müssen. Hm? Ich habe Ihren Auftritt gesehen, ich muss sagen. Alle Achtung. Warum verfolgen Sie mich? Was wollen Sie von mir? Uhlandstraße 24, Apartment 11. Das ist die Wohnung von Armin Fest, ne? Und? Ich habe in Apartment 12 gewohnt. Aber ich bin dann gleich nach dem Mord ausgezogen. Das Haus ist mir zu hellhörig. Ja, und? Ja, und dann habe ich immer noch die Stimmen gehört. Die Stimme der Frau. Und Ihre. Sie sind verrückt. Kann sein. Aber ich höre und sehe sehr gut. Und Sie habe ich auch oft gesehen mit der Dame. Samstags zum Beispiel. Ja, und dann war ich natürlich auch an allen Tagen bei dem Prozess. Und als es mit dem 116.000 Mark rauskam, habe ich auf Sie gewartet. Was wollen Sie? Gar nichts. Geld. Wenn Sie meinen. Wie viel? Ich bin kein Erpresser. Was dann? Ein armer Mann und Sie sind reich. Nicht mit mir, ich gehe zur Polizei. Ja, gehen wir. Hm? Wie viel? Na, wenn Sie mich so direkt fragen, 5? 1000? Vielleicht? Für was? Ich weiß nicht. Ich vergesse sehr schnell. Wo soll ich das Geld hinbringen? Hier ist meine Adresse. Sie haben den Namen vergessen. Er ist unwichtig. Wichtig ist, dass Sie heute noch kommen. Bis 19 Uhr. Jetzt noch mal dasselbe. Wo ist denn das Telefon? Ernst? Okay. Ihr Matula. Ich weiß, dass Sie mich nicht mögen. Aber das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Was wollen Sie? Ich finde Sie zu hübsch, um Ihnen zu wünschen, was auf Sie zukommt. Zukommt? Ich habe vor ein paar Stunden Herrn Senftleben gesehen. In der Frankfurter Unterwelt. Mit Leuten, die nicht zimperlich sind. Machen Sie daraus, was Sie wollen. Sind die alle wegen mir? Finden Sie es nicht ein. Anschließende Verhandlung gegen die Schauspielerin. Thank you.
Mann, der friedlich ist, sich selber gestellt hatte. Das Überraschungsmoment. Das darf doch nicht wahr sein. Ist aber wahr. Weißt du, wie viele im letzten Jahr abgehauen sind? Sag bloß, das Urteil ist noch verkündet worden. Natürlich. Und es gab keine Möglichkeit, das rauszuzögern? Wie stellst du dir das vor? Na, du hättest doch sagen können, dass... Was? Dass Amato da gerade jemand erpresst. Nicht jemand. Den Täter. Und indem der sich erpressen lässt, gesteht er. Wir werden ein Wiederaufnahmeverfahren erzwingen. Ja, das kenne ich. Ja, Matula? Ja, ich verstehe. Nicht zu danken. Ich danke Ihnen für den Anruf. Senfleben. Er hat die 116.000 Mark zurückbekommen. Wie? Von wem? Im Briefkasten lag ein Päckchen. Und der Absender? Konrad Schwarz, Prinzenstraße 14. Falscher Absender. Oh, Blitzmerker. Klar, oder würdest du das Geld unter deinem eigenen Namen zurückschicken? Ich würde es überhaupt nicht zurückschicken, wenn ich mir schon die Mühe gemacht hätte, es zu klauen. Ja, du hast auch bessere Nerven als Fräulein Berns. Was? Und ein nicht so hübsches Gesicht. Was soll denn das schon klar sein? Ich habe mit ihr telefoniert. Drohung, Erpressung. Das wird ja immer schöner. Alles besser als unschuldig sitzen. Und wenn Hegart abhaut? Du wirst sehen, er kommt. Sag mal, warum kämpfst du eigentlich so verbissen für diesen Armin Fest? Komisch, das hat mich heute schon mal jemand gefragt. Und was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm eine Geschichte erzählt, die du schon kennst. Spielen wir eine Partie? Gib mir lieber was zu trinken. Ist doch klar, dass ein intelligenter Mensch nicht auf sowas reinfällt. Was soll er denn machen? Riskieren, dass ich zur Polizei gehe? Du merkst ja, dass es riskiert. Er sollte bis 19 Uhr hier sein. Wie lange willst du noch warten? Er braucht halt Zeit, das Geld aufzutreiben. Vielleicht hat er am Radio gehört, dass Armin abgehauen ist. Das wäre Zufall. Du wirst sehen, er kommt. Was bist du nur für ein Traumtänzer? Ein Traumtänzer und ein Dickschädel. Matula bestimmt, was in der Welt zu geschehen hat. Und Tatsachen haben in dieser Welt keinen Platz. Erstens, wer nicht träumt, ist kein Realist. Zweitens, er kommt. Drittens, die Flasche ist leer. Viertens, ich gehe. Na bitte, was habe ich gesagt? Er kommt. Spitz die Ohren. Armin? Na gut, dass Sie da sind. Wo ist Dr. Renz? Warum fragen Sie? Das Fräulein im Büro hat gesagt, dass Dr. Renz... Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Wir können wahrscheinlich noch heute Ihre Unschuld beweisen. Das glaube ich nicht. Herr Hegart wird hierher kommen und... Der kommt nicht. Warum sagen Sie das? Der ist tot. Werden Sie mich verteidigen?